Das ist ein Containerleit vom Künstler, vom Silvan Köppel. Er hat gesagt, es gäbe etwas ganz Neuartiges. Die Altstädte auf dem Rehmagelände, auf der Almend. Und dann tatsächlich, dort hat es Leute gehabt, die dies und jenes gefüttert haben. Kunstwerke sind da gestanden. Der Silvan hat mir gesagt, es gäbe einen Artreif, eine Art Kunstlager. 2 Jahre dauert es. Ja, ich bin vorbeigegangen, eine Stimme eingefangen. Was ist die Idee? Eine hure glatte Aufnahme machen. Und warum kommst du daher? Bitte? Warum kommst du daher? Wegen dem Künstler. Aha. Also nicht irgendwie wegen dem Glassi oder wegen der Bratwurst, oder? Nein. Wegen was könnt ihr daher? Wegen Künstler natürlich. Wegen der Künstler. Was ist denn? Ah, wegen der Künstler. Ja. Okay. Und Sie? Wegen ihm. Aha. Weil er den Künstler kennt. Du bist sicher auch ein Künstler, nicht? Ich weiß nicht, warum dass ich da bin. Weißt du nicht? Mit dem Künstler bist, oder? Nein, eben einfach so, oder? Ich habe jetzt eine Antwort erdüften. Ich tue die neuen amerikanischen Bomberjacken ausprobieren. Ich bin von selben Sort. Eigentlich will ich noch mal rauskommen, egal wegen was, oder? Ja, unbedingt, ja. Seb ist natürlich der Sinn von dem Ganzen. Also gell, immer wenn ein Anlass ist, dann bist du auch da. Ja, ich hoffe es, weil es ist ein voll cooler Anlass. Ja, was gibt es denn jetzt da? Was gibt es denn da alles? Was es alles gibt? Es gibt einen Merlusbauer, einen Pult. Ich von dieser Fakte. Ich bin der Vater von Silvan. Ja, hoi, was, der Vater von Silvan? Ja. Ich habe gerne 20 Gramm Münze, aber 100 nicht, die habe ich da rein. Komm, es abzuhören. Was willst du denn gern? Ja. Ein Hotdog können wir nicht, aber wir haben einen Merlusburger mit Rindfleisch. Zum Essen immer, ja. Ja, genau. Aber ich will es zahlen, ja. Sonst will ich es nicht. Was gibt das Sprichwort? Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Aha. Aber ich tue mich nicht selber rühmen. Aber ich bin zufrieden, wie ich bin. Und der Silvan mit dem? Bist du zufrieden? Ich bin ein super Mann, ist er. Ich habe 2 Söhne und 2 Töchter. Und sind alle gleich super? Ja, 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 ich alle gleich gern. Jetzt bist du wieder da. Du laufst schon von einem Stand zum anderen, he? Ja, ich muss die Tochter besuchen, ob es recht hier. Ah, das ist Tochter. Ja, du, ist Tochter. Du, Tochter. Ja. Du, Tochter. Ja. Er hat gesagt, er sei mit allen zufrieden. Nicht nur mit dem Silvan. Ja, nein, hoffentlich. 84 Jahre, mit vielen Ideen im Kopf von Silvan, seinem Vater. Jetzt wissen wir, woher der Silvan all seine Ideenreichtum hat. Der Containerleit steht jetzt in Salzstedt, nicht mehr in Siebelzau. Eben im Art-Drive-Park quasi, dort eben auf dem Rehmagelände. Ja, 2 Jahre lang soll das dauern, mindestens, sagt der Silvan Köppel. Künstlerinnen und Künstler können dort ausstellen und immer wieder gibt es ein Event. Das am 27.03. war der erste Event. Und hier, da seht ihr Carlo Lorenzi. Er ist quasi der erste vom Art Drive Orchester, oder wie wir dann sagen wollen. Es ist alles eine Frage von der Entwicklung, wie sich das jetzt dann da weiterentwickelt auf dem Rehmagelände, auf dem Art Drive Park. Ja, und mit dem Carlo habe ich kurz geredet. Ah, es war super. Also es war wirklich, es ist rund. Weißt? Die Leute sind gegangen, geschaut, gelesen. Es war rund und hat wahnsinnig Spass gemacht, oder? Sich inspirieren lassen von diesem Zeug. Also von diesen Skulpturen, von diesen Herren, Künstler. Cool. Und da der Spiegel von Beni, gell? Ist auch noch. Das ist schon gut. Da gibt noch so eben die 1,2 Grad. Noch ein bisschen. Ja, ich glaube, es ist nicht mehr so. Wahrscheinlich nur noch 0,8 Grad wärmer. Herrgott. Gut, haben wir den Timer rein. Das ist ein Timing-Konzept, oder? Was heisst das? Schon heute die Zahl, die der Silvan gefunden hat, das ist meine magische Zahl, oder? 273. Ah! Also 27.03.2021. Die zusammenzählt, gibt dann 17. Und also spiele ich immer 17 Minuten und spiele 17 Minuten nicht. Ach so! Ganz einfaches Zahlenkonzept. Und alles, was ich spiele, hat eine Form mit 273. Und wenn die Events sind, dann bist du immer da. Ja, das ist der Anfang des Drive-In-Orchestra. Jetzt bin ich einfach und nachher vielleicht dann eben mehr Leute, oder? Mal schauen, wie das Ganze. Ja, super, dann lassen wir mal noch ein bisschen zu. Jetzt machen wir mal so ein bisschen Slow-Beat. Ja. Schiefstanden. Ja, ja. 1,2 Grad. Ja. Eben, ein 1,2 Beat. Boah, ist das frisch. Der Hals vor allem. Ich kann mir schon nicht sagen, so. Thank you.
während sich der Carlo so langsam warm trammert, sind wir weitergegangen zu einem Ort, wo es wirklich sehr warm geworden ist, zum Silvan. Stift aus. Herrgott Silvan, sind alle nervös außer dir? Nein, warte, jetzt muss man schauen, wegen dem Stift. Aber ist aus. Ja, ist aus. Jetzt da, du. Da müssen ja, sie. Ja, ist aus. Gut. Also, Schlau raus. Man Schlau muss nicht. Gut. Wo ist der Simon? Oder machst du mir nur den Co-Pilot? Ja, kann schon, ja. Du musst nur mit dem Nebel hocken, mit dem Feuerlöscher, falls etwas ist. Dann schaue ich um den Feuerlöscher. Gell? Ich komme daher, wenn etwas ist. Ah, nein. Soll ich nicht den mitnehmen? Alle sollen wir mitnehmen. Gut. Aha, ja, ja. Gut. Oder sind wir noch am zweiten? Nein, passt. Du startest nachher, Silvan. Startest nachher. Ja. Ist noch gefährlich, Silvan? Hä? Ist noch gefährlich? Nein, das ist nicht gefährlich. Der erste Giraffe außerhalb von Afrika, der brennt, oder aha. Was? Ja, der kommt schon. Aha, gut, ja. Das war der Stift, der da drin war. Ja, das ist der Hebel. Aha. Hey. Ah, gut, alles klar. Gut. Warum habt ihr so Zeug mit dem Stift? Warum denn? Der ist schon draußen, dann kann man gut das kurz lassen. Aha, für alle Fälle. Ja, genau. Aha. Hoppla, jetzt denn. Achtung. Also, Marco, machst du den Co-Pilot? Fahrerkleid zurück, bitte! Stopp! Stopp, 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 stopp! Bitte, kein Feuer nicht!
Gut. Sofort sind wir an, sofort gehen wir runter. Ich muss fahren, bis es nicht Los, ich sehe mir an alles hingeladen. Nicht zu. Und, bist du zufrieden? Nein, mir hat es gefallen, ja. Mir hat es gefallen, ich konnte das Feuer löschen. Gut. Und es muss gut kommen. Und du als Fotograf, gell, hat er nicht zugelassen? Was war es? Wohl, er hat schon zugelassen, aber er hat es nicht gemacht. Aha. Und was heisst das? Dass ich mit ihm reden muss. Aha. Tipptopp, ich hoffe, dass das Testfall war und dass er so wacht wiederholt. Du, aber was ist das? Deine Tochter ist falsch beraten. Nein, ich habe ihr das gesagt, was im Internet gestanden ist. Achte. Aha, und jetzt? Jetzt hat das Pulver verschossen. Hast du Probleme mit der Tochter, oder? Naja, die wird enttäuscht sein, wenn sie es nicht mitbekommt, das ist klar. Ja, halt Rheinwelten schauen oder YouTube, gell? Geht auch. Und ja. Was ist das bei dir mit dem Lösch? Was ist denn das für eine Lumpe da? Das ist der Löschlumpe. Hoi, hoi, hoi. Also bist du nervös gewesen, gell? Könnte in die Hose gehen? Gefährlich? Bin ich, gefährlich, ja. Gefährlich spielen mit dem Feuer. Aha. Der geht nicht zweimal, kann er im Achte noch mal machen, gell? Ich glaube nicht mehr. Nicht mehr, hm. Ich glaube nicht mehr. Ja. Ja gut, du musst ja die Tochter irgendwie beruhigen. Ja, das, wenn sie da ist, dann ist sie weiterleiten. Du musst dich beschweren bei ihm. Und dann kommt er gerne auf die Idee, dass er es nicht. Nicht heute, aber ein anderes Mal, wenn sie da ist. Aber du, Silva, ja. Musst du mal da hinten? Der eine gesagt, der Tochter hat gesagt, der Fahrer ist um 8 Uhr. Und jetzt? Aha, jetzt. Wollen wir noch mal laden? Ich kann gescheitere Aufnahmen machen. Ich kann es können, aber der Fotograf ist irgendwie nicht nachgekommen. Es gibt doch noch mal einen. Nein, ich habe nicht mehr Martin. Ist nicht gut. Nein. Ich habe nicht mehr. Gell? Und der Giraffe hat einen langen Hals, das geht nicht. Zweimal. Hat er nicht schön brennt, oder was? Aha. Genau, ganz gezielt und Punkt. Wir sind Hand. Aber du, nächstes Mal anschauen. Ja, ich habe schon was. Ja, alles hineingeknallt, aber ich kann nicht. Weißt du, ich höre es gerade, dass ein bisschen Unterschied zum Dialekt. Er hat die wahrscheinlich verstanden mit dem Weidnauer. Mal, mal. Er lernt hier alle Dialekte. Okay, aber gar gerne. Meinst du nicht der Sprache? Es kann nicht an der Sprache liegen. Die Hure sie hat, das ist schön griffs aus. Ist die Schnitt worden aus dem Feuerlöscher? Nein, der Stift ist immer noch draußen. Stift, sei. Nein, also hallo? Hättest du überhaupt gewusst, wie wir die sicher schon. Aber Silvan ist da nicht nötig, der klappt auch so. Eine brennende Wand daherkommt, ja. Völlig wahnsinnig. Aber eben, dumm. Ja, bitte.
ja. Bist du zufrieden gewesen? Ja, super. Hast du einen Giraffe schon so nachgesehen? Wer? Ein Giraffe. Ein Giraffe? Nein, einen brennenden noch nie. Noch nie, gell? Nein, nein. Aber ich kenne ihn schon. Aha. Ja, wer der Silvan oder der Giraffe? Beder. Ah, Beder. Ja. Und er ist auch zufrieden gewesen? Nochmal tipptopp. Du bist sicher auch ein Künstler, du siehst gerade noch aus. Ich bin auch ein Lebenskünstler, ja. Gell? Dann haben wir Beder gemeinsam gehabt. Genau. Weißt du eigentlich, warum das der so aufgeregt hier hinhockt? Was auf den Feuerlöscher auf. Ja, gell, ich habe auch den Wasser auf den Feuerlöscher, den ich nicht gebraucht. Ja, ist ja besser. Herr Gazzil, wenn ich merke, als Künstler ist unverschämte Chance bei den Frauen. Es gewisse, ja. Sie hat nämlich einmal wieder nicht mehr gewusst, ob es jetzt wegen dir ist oder wegen Giraffe, gell? Man wollte schon wegbeten. Wegbeten, ja, gell? Eben, ist ein gieriger Neff mit IE geschrieben. Aha. Ein Giraff. Ja. Ein gieriger Neff. Aber mittlerweile sagen wir Giraff. Und was ist denn jetzt das da, was du inszenierst auf dem Rema-Gelände? Also, da gibt es Art-Drive-In. Da gibt es einen Kunsttreffpunkt, wo immer wieder andere Kunstwerke ausgestellt werden. Eine Art wie eine permanente Ausstellung, wo man mit dem Auto hier durchfahren oder mit dem Velo oder was immer und das Arbeiten von Rintaler Künstlern anschauen. Das heisst Rintaler Künstler, hinten und, hin und auf der anderen Seite vom Rhein, also das ganze Tal. Angefangen haben wir jetzt mit 7 Kollegen und wir sind überzeugt, dass es da einen Treffpunkt gibt, wo Potenzial hat für die Zukunft. Super und Corona-konform eigentlich, gell? Ja, Corona-konform, weil es dort alle Angst hat, im Auto sitzen bleiben, Masken anlegen und ist überhaupt kein Problem. Sag mal, wenn es mir nichts geworden ist. Warum? hast du gefilmt mit der Giraffe? Ja, der Giraffe habe ich auch, aber er ist nicht gut geworden. Was ist denn da? Hast du ihn drauf, den Silvan, oder was? Oh! Der Silvan ist schön, der geht jetzt fast ein bisschen ab, nicht? Ja, der ist super, der ist super. Das ist ein cooler Anfang. Super.